Hallo, liebe Schüler, es geht heute um die Sinusfunktion. Und zwar möchte ich mal erklären, wie man eine Konstruktion per Hand für die Sinusfunktion benutzen kann. Und zwar wollen wir den Graphen der Sinusfunktion zeichnen. Dazu habe ich ein Tafelbild vorbereitet. Ich gehe aus von einem Einheitskreis und zeichnen wir immer die Winkel von 30 Grad, also 30, 60, 90, 120 und so weiter hier ein. Nehmen wir mal an, der Radius beträgt 2 cm des Kreises, dann wird doch der Kreis quasi abgewickelt und da müsste ich die Länge haben und der Kreisumfang ist ja 2 pi r, das wären dann also 12,56 cm, das heißt, dieses Stück von 0 Grad bis 360 Grad, ich habe das hier im Bogenmaß angegeben, hätte dann die Länge von 12,56 cm. So, jetzt gehe ich, wie gesagt, aus immer von den Winkeln 30 Grad und gehe bis zur Peripherie des Kreises und von dort projiziere ich den Punkt auf die Y-Koordinate, sodass wir hier sind. Dann von dem hierauf und von dem dort auf, denn ich betrachte das Ganze ja wie gesagt im Einheitskreis und das wäre von minus 1 bis plus 1. Ich habe die Winkel im Bogenmaß angegeben, Pi halbe, Pi, 3 halbe Pi und 2 Pi. Und den Bereich von 0 bis 2 Pi habe ich nochmal mit 30 Grad angegeben, entspricht also Pi Sechstel, 60 Grad wäre dann ein Drittel Pi. So, jetzt müsste ich die entsprechenden Punkte angeben. Nehmen wir mal an, bei 30 Grad, hier haben wir rüber projiziert. Jetzt müsste ich von hier den Wert hier oben angeben, dann komme ich zu dem Punkt. Bei 1 Drittel Pi gehen wir auch nach oben, dann komme ich zu dem Punkt. Und bei Pi halbe wissen wir, sind wir bei 1. Die werde ich jetzt schön verbinden, diese Punkte, und habe etwa diesen Verlauf für den ersten Quadranten. So, jetzt haben wir wiederum die weiteren Winkel. Wir sind hier bei 120 Grad, dann bei 150 Grad. Ich werde wieder diese Punkte verbinden und erhalte dann dieses Stück des Graphen. Mal sehen, ob wir das einigermaßen hinbekommen. Ja. Etwa so. Dann sind wir schließlich hier bei 180 Grad wieder, plus 30 sind wir bei 210 Grad. Dann hätten wir dieses Stück, also müsste ich jetzt hier runtergehen. Das geht weiter bis zu diesem Punkt und wir sind schließlich bei 3 halbe Pi. 3 halbe Pi wären ja 270 Grad. Und wenn wir jetzt wieder die einzelnen Projektionen sehen, dann kann ich den Graphen entsprechend weiter zeichnen. Und wir sehen, wir haben die Sinusfunktion per Hand gezeichnet und das wirkt fast genauso wie mit einer Schablone. Das wäre also die Funktion y gleich Sinus x, natürlich im Intervall von 0 bis 2 Pi. Ich habe hier nochmal die Werte angeschrieben, vielleicht geht die Kamera hier nochmal rüber. Sinus von 0 Grad 0, Sinus Pi halb ist 1, Sinus Pi ist 0, wieder 3 halbe Pi wäre minus 1, 2 Pi 0. Und von 30 Grad und 60 Grad haben wir einmal Pi Sechstel bzw. Pi Drittel. Der Wertebereich der Sinusfunktion liegt ja zwischen minus 1 und plus 1, also minus 1 kleiner gleich Sinus x kleiner gleich 1. Hier habe ich nochmal das Bogenmaß angegeben, wie man das Bogenmaß berechnet.
Lukas ist auch bekannt. Allgemein wird der Sinus ja angegeben, wenn ich im rechtwinkligen Dreieck arbeite, als Quotient von Gegenkathete zur Hypotenuse. Im Einheitskreis ist der Radius 1 und diese Werte habe ich bereits angegeben. Man sollte das wirklich einmal gemacht haben im Leben, solche Sinusfunktionen. Am besten ist es natürlich, man nimmt Millimeterpapier und dann kann man das Step by Step sehr wunderbar zeichnen. Ich habe in den vergangenen Jahren auch die Cosinusfunktion von Schülern zeichnen lassen und das war immer wirklich wunderbar, kann man alles ohne Computer machen. Beim Tangens und Cotangens wird es ein bisschen schwieriger, aber das wollen wir ja auch nicht. Ich würde sagen, Kamera fährt nochmal zum Tafelbild, um diese Kurve, diesen Graphen zu betrachten. Ich denke mir, das ist doch großartig gelungen, Lukas, ne? Definitiv. Danke. Bis hierher.